Gute Arbeit Originals. Das sind die zwei Comedians Katjana Gerz und Florentin Will mit ihren lustigen Sketchen. Im Hintergrund die geistreichen Köpfe. Stefan Tietze, bekannt aus dem Film Iron Man 2 und als Autor der erfolgreichen deutschen Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast. Und Tarkan Bakci. Produziert wurden ihre professionellen Filme von der traumhaften Bild- und Tonfabrik. Innerhalb kurzer Zeit erlangte der YouTube-Channel eine Followschaft von über 50.000 Subscribern und galt als aufstrebender Comedy-Stern am YouTube-Himmel. Doch leider leuchtete der Stern nur kurz, als Funk die Zusammenarbeit nach nur 15 Monaten mit ihnen beendete. Zusammen haben sie wöchentlich YouTube-Deutschland mit ihren absurden Witzen belustigt. Sie erschufen bekannte Formate wie The Name Game oder Rathaus of Cards mit dem machtsüchtigen Ehepaar Unterholz aus Memmelsdorf. Jeder kennt noch den egozentrischen Gott aus der Serie Chefsache oder das verrückte Ehepärchen Röttgers. Oder den charismatischen Wissenschaftsexperten Jonathan Kuczelny mit seinem Motto Wissen ist Macht, Spaß. Ein weiteres Highlight waren auch die Stormtrooper auf dem Todesstern, die uns Einblick in ihr tägliches Leben gewährt haben. Ihr letztes Gag-Video haben sie im Dezember 2017 hochgeladen. Nachdem bestand die deutsche YouTube-Welt nur noch aus Challenge-Videos, React-Videos und Schmink-Tutorials. Wöchentlich hat der Kanal immer noch über 20.000 Views. Deshalb fordern wir Funk auf, dass Gute Arbeit Originals das deutsche Futurama wird. Erst abgesetzt, dann wieder ins Programm aufgenommen, um wieder abgesetzt zu werden. Wir, die ganze Gute Arbeit Originals Fanbase, fordern ein Reboot der Serie und würden uns auf ein neues Video freuen. Onze Toy.